Ach, es ist einfach schön hier. Immer einen neuen Part oder auch einfach immer jetzt durchgängig. Immer nur dieses Spiel zu spielen. Es macht einfach immer ultra Spaß. Einfach nur durchgängig an dieses Spiel zu denken und einfach nur Spaß zu haben. Ja, es geht weiter jetzt mit einer neuen Folge von Let's Play Mario Luigi. Abenteuer Bowser plus Bowser's Juniors Reise. Ja, okay. Heißt das Let's Play. Aber es ist eigentlich nur, Abenteuer Bowser, aber ich werde es mir nicht abgewöhnen. Weil ich das auch nicht möchte. Also, egal. Ja, ich weiß gar nicht, wie jetzt vor ungefähr hin bis, aber ich glaube, wir müssen nach oben und da machen wir weiter heute. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch heute viel Spaß mit einer neuen, richtig coolen Ausgabe. Ich bin. So, da sind wir wieder. Und jetzt, ich glaube, müssen wir wo hin, oder? Habe ich das Gefühl, ja, doch, 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 ist richtig so. Hier müssen wir hin, alles klar. Zack, Babio. Du-dum. Ja, das ist cool gemacht. Ach, ich finde einfach schön, wie man das macht hier. Und was haben wir hier bekommen? Ja, einfach die Hämmer halten, die Mario und Luigi immer verwendet haben. In Mario Luigi Paper Bros. Zum Beispiel. Zum Beispiel ein Beispiel. Ja, ganz schön cool hier, wirklich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Diese Hämmer lassen sich für vieles verwenden. Ihr könnt es wahrscheinlich gar nicht erwarten, sie auszuprobieren. Falls ihr Hilfe braucht, wendet euch vertrauensvoll an mich. Alles klar, machen wir. Und da machen wir also weiter jetzt. Oh mein Gott, ich liebe dieses coole Jump'n'Run jetzt schon, ey. Ey, 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 ey. Ist das hier? Cool gemacht, ja. Müssen wir jetzt mal ausrüsten oder was haben wir jetzt? Ja, ich glaube, wir müssen jetzt mal ausrüsten. Platzhose, okay. Wo ist unser? Na gut. Ja, ich glaube schon, das ist so, ist okay, ist okay, ist in Ordnung. Also ich glaube, man kann die jetzt nicht einsetzen, na, so glaube ich. So hier, so einfach so, aber. Im Kampf können wir die bestimmt einsetzen. Das glaube ich. Das glaube ich auch so gewollt. Dann müssen wir nach unten, weil ich mich nicht irre. Dann machen wir halt erstmal einen Kampf hier. Alles klar, machen wir. Wenn ich mich nicht irre, müssen wir hier hin. Oh cool, wir haben uns geil. Cool. KP und BB. Sehr schön, danke. Ja, ich glaube, wir müssen es hier hin, doch. Ja, doch hier. Ja, sorry. Okay, alles klar. Ja, okay, wusste ich nicht. Ist egal, ist scheißegal. Passiert mal. Ah, doch egal, ne? Ich weiß nicht, ob mir das die Frau gesagt hat vorhin. Ich weiß nicht genau. Ich glaube irgendwie nicht. Ja, ist egal, komm. Zack, cool. Wir haben es geschafft. Perfekt. Es lässt sich an vielen Orten verwenden. Alle Infos zum Hammer habe ich auch den Tipps hinzugefügt. Wenn ihr nicht weiter wisst, seht einfach nochmal im Sternmenü nach. Den Welttipps wurde ein neuer Eintrag hinzugefügt. Sehr schön, freut mich sehr. Cool, Babyo. Macht er jetzt schon gute Laune hier, ne? Spiele, 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 Spiele. Ja, okay. Ich hab irgendwie etwas anderes gelesen, habe ich das Gefühl gehabt. Ah, passiert mal. Okay, was ist eigentlich hier? Das ist der Rückweg. Na, ich glaube, da ist der Rückweg, alles klar. Und ja, hier müssen wir drauf klagen. Also auch draufschlagen. Oh, was passiert jetzt? Tut es weh dem guten Bowser nicht, aber es tut nicht so doll weh. Dann ist er auch gut. Dieses Stromkabel wurde also da. Schmettert. Und da sind. Viele Tiere drin, oh nein, Hilfe! Ja, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Passiert mal, ist doch nicht schlimm. Was ist denn hier los? Oh mein Gott, Mario! Dieses
Monster hat Stacheln. Darauf zu springen ist keine gute Idee. Aber mit dem Hammer müsste ich was machen lassen. Soll ich etwas dazu erklären? Hm? Ja, nee, brauchst du nicht. Danke. Ich bin da gut in Sicht. Ja, genau. Dann, als wir die Hammer bekommen haben, natürlich müsste auch dann diese Hammer-Attacke einsetzen. Aber machen wir gerne. Den Tipp ist wohl ein neuer Eintrag hinzugefügt. Ja, dann machen wir einfach das mal jetzt hier. Weil ich darauf Bock drauf habe. Machen wir gerne mal so, komm. Schade. Ja, okay, passiert mal. Ist egal. Ja, ja. Mario, ja, ist doch gut. Ich weiß. Nein, du musst nicht, du scheiß Grotte. Nur weil du gerade dich beschwert hast. Dass ich diese Panzer da angesetzt habe. Das habe ich geschafft. Sehr schön. Ja, ja, man muss halt üben hier. Vielleicht du Monster. Habe ich noch ein bisschen noch in sich noch wegen Mario Luigi Paperchen brauchst. Dann habe ich noch ein bisschen drin. Egal, alles klar. Hier haben wir noch eine neue Attacke, die wir jetzt. Aber ich bin nur schlecht dafür, sorry. Mann. Ich bin so schlecht, sorry. Naja, passiert mal. Mann. Ich muss es echt schneller machen. Zack, du bist down. Okay, alles klar. War schön mit dir. Hat Spaß auch gemacht mit dieser Kämpfe und jetzt noch dieses Münzstück besiegen mit dem Panzer. Auf einmal gar nicht gut. Auf einmal cool. Okay, nicht schlecht. Geht auch schneller hier. Guck mal, sehr schnell. Ja. Geht ja wunderbar schneller hier. Sehr schön. Macht bis jetzt schon mal viel Spaß hier. Sehr, sehr schön. Was passiert jetzt? Sie sind down. Alles klar. Und wir haben einen neuen Gegenstand. Rohre mal wieder bekommen. Alles klar. Ja, einen neuen Weg eröffnet, weil wir diese Viecher besiegt haben, weil wir auch es geschafft haben, die so zu besiegen. Okay, es geht los. Wir gehen also mal hier rauen. Okay. Ich würde sagen, wir machen den mal down hier. Schade, hat nicht geklappt. Ah, Mann. Ja, ist egal, passiert mal. Oh, mach einfach so. Machen wir mal so. Ja, ich kann da nicht für jetzt. Sorry. Ja, gut gemacht. Das war schön. Gerade war noch so ein schöner Leop noch drin im schönen Schatzkisten-Item oder wer auch immer. Wir hätten ja gerade noch so eine Geschenkbox bekommen. Und da war gerade noch eine schöne Sirupflasche drin. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön und ich finde schön, wo, wie es ist. So, schön. Haben gut erreicht. Alles jetzt bis jetzt, ja. Wie gesagt, hüpfen. Hat nicht funktioniert. Naja, ich flüchte auch gleich. Das ist mir zu lange hier, was alles passiert. Komm, ein Schaden passiert ja nichts, komm. Wir flüchten, komm, ist egal. Wir müssen da nicht mal alles machen. Ich mach so nicht so, dass wir immer die ganze Zeit kämpfen sollten. Okay, sehr schön. Die besiegen wir jetzt für nächstes Mal, komm, die besiegen wir mal, komm. Ich wusste auch nicht, wie ich da reintreten soll oder auch reinlaufen soll. Verdammt nochmal. Wir machen die mal down, komm. Let's go, wir schaffen das. Nicht schlecht. Ah, okay. Komm her, Mann. Dann halt nicht. Alles klar. Sehr schön. Ja, guck mal, wir haben so viele Erfahrungspunkte bekommen. Plus noch ein bisschen kleines Geld. Sehr, sehr schön. Ja, wir haben ja sehr viel gemacht gerade. Und wir haben noch einen Block bekommen. Oh, ist das cool gemacht. Ich finde es einfach nur so schön gemacht. Wenn man es hier so alles noch erkundet hat. Und wie man es noch alles so entwickelt hat hier. Und ich finde es einfach so schön, dass man sowas hier so durchgearbeitet habe. Und dass man dieses so war genannte Spiel so nochmal so schön aufgebessert hat. So wie ich es im DS-Teil Mühe bekommen habe, habe ich es echt nicht gespielt. Weil ich es verdammt nochmal nicht verstanden habe. Endlich sind wir aus diesem Versteck endlich herausgegangen. Naja, okay. Es
gibt im Bosses Körper noch andere Bereiche. Die Kreise zeigen, wo an, wo es noch hingehen können, könnte und kann und können und können. Folg einfach dem Faden und dem gewünschten Ziel soll gelangen. Wir bewegen uns mit Schiebebett, aber ihr könnt den gewünschten Punkt auch antippen. Ob ihr irgendwo einen Ort zu gehabt, an dem wir uns vorbereiten können, und steht einiges bevor. Genau. Wo kommen wir denn reden? Ich würde sagen, hier im Tortmarkt. Wird bestimmt cool sein hier. Mario Luigi! Hallo, was geht bei dir ab, Todi? Hallo, Lilian. Euch hat Bowser also auch erwischt? Aber es ist irgendwie beruhigend, dass ihr hier seid. Ja. Oh mein Gott, ich weiß auch nicht, warum ich hier bin, aber es ist irgendwie cool. Was? Wo die anderen sind? Genau. Wir Toads haben uns alle hier eingefunden. Okay, cool. Wir haben uns unterwegs allen möglichen Kram gefunden, den wir hier verkaufen. Aber es fehlt hier etwas an Kundschaft. Okay. Um nicht nur herumzusitzen, hat uns alle ganz, ganz schöne, verrückte Sachen auch angeboten. Da haben wir uns damit abgelenkt, Läden zu öffnen. Und ja, das ist eine gute Idee gewesen. Und außerdem wollte Ali was kaufen. Ich werde mich weiter nach nützlichen Zeug umsehen. Alles klar. Mach du mal gerne. Was gibt's hier für Sachen? Weiß ich gar nicht, was hier für Sachen gibt. Mario Luigi. Pause hat euch also auch erwischt. Aber wenn ihr da seid, dann sind wir ja schon so gut wie gerettet. Ihr habt sicher diese seltsamen Hämoglobide getroffen. Anscheinend gibt es verschiedene Arten von Hämoglobiden. Das Hämoglobin hinter mir produziert zum Beispiel eine Art Saft. Klingt eklig, aber der macht munter und heil alles. Trotzdem mag ich ihn niemand. Ich mag auch ihn nicht so sehr. Naja, egal. Saft für 2 Personen. Kostet 10 Münzen. Wollt ihr? Ja, ich will unbedingt sowas kaufen. Oh mein Gott, wir gönnen uns erstmal richtig hier. Wir gönnen uns. Komm, Mario Luigi. Wir werden uns einen schönen Tag begießen. Auf eine schöne apfelvolle Flasche. Eine apfelvolle Flasche. Vielleicht habt ihr das richtige Wort vorhin ganz kurz gehört. Kann ja sein. Es kann sein, aber muss ja auch nicht gewesen sein, dass ihr es gehört habt. Egal. Alle GP und alle BP und alle KP wurden aufgefüllt. Oh mein Gott. Ja, danke. Dann geh halt da hoch. Ja. Okay, alles klar. Okay. Hallo. Tretet näher. Ich hätte mir schon gedacht, dass Bowser euch auch erwischt hat. Deswegen habe ich auch für euch ein paar nützliche Dinge gesammelt. Auch wenn es nicht einfach war. Deswegen muss ich eine kleine Aufwanderungsschädigung schon drin sein. Was hast du denn hier so für Sachen? Ich kaufe eine Picknickhose. Komm, die ist cool. Die andere Sache kostet Forscher. Und 100, okay. Die andere kostet verdammt nochmal 100 Forscherhose, ist also nicht so idyllisch. Also ist es nicht so idyllisch und auch nicht so billig, alles klar. Ich kaufe aber besser mal die Picknickhose, weil die ist nicht so teuer und auch nicht so verdammt teuer. Die ist noch nicht mal so schlecht eigentlich, also ich finde sie eigentlich gut. So. Was eigentlich hier nicht fragen darf, ach, es gibt hier so viele Angebote, ne? Nicht wirklich cool gemacht, dass man sowas hier gemacht hat. Also wirklich eine coole Idee. Mario ist auch wunderschön in HD. Für 3DS. Einfach nur eine Bombe. In dieser schönen Grafik, einfach das Spiel zu spielen. Mario, also nun, eigentlich wollte ich euch Todbert berichten, was er über Bowsers Körper herausgefunden hat. Aber es ist hier nirgends zu sehen. Naja, ist egal.
Viel Glück noch. Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Ich glaube, ich gehe einfach jetzt mal hier raus und dann machen wir mal weiter. Wir machen jetzt hier zur Weltkampfhalle. Oh, Neulinge, wollt ihr den Weltkampfhalle an eure Grenzen testen? Das ist hier ein besonderer Ort. Ein genaueres Ort erfahrt ihr weiter unten. Tut die Jungs einfach an und sie erklären euch alles. Okay. Mein Gott, ist schon interessant hier alles. Aber wo kann ich weitermachen? Ich glaube, ich gehe mal hierhin wieder. Ich gehe mal hier nochmal hinkommen. Ja, also hier ist halt eine komische Halle, aber ich glaube, ich finde es gar nicht so schlecht hier, wie man das gemacht hat. Nö. Ja, so bis jetzt schon mal ein cooler Part, nur ich verstehe gerade hier erstmal nicht so viele Sachen. Aber ich glaube, das muss man erstmal auch verstehen, was man hier so gemacht hat und gemachten und auch gemachten. Und auch gemachten. Und auch gemachteten. Springphasen durchquert. Genau, wir haben die gemachteten Springphasen durchquert, weil wir halt auch da und dahin auch wollten. Und da wollten wir auch mal herumspringen und dann. Habe ich glaube ich auch nicht so richtig die verloren, aber ich glaube das schaffe ich noch. Also ich habe die Verstandbarkeit nicht so dolle verloren, wie ich jetzt ohnehin dachte. Also ich habe echt gedacht, ob ich sehr schlecht in Verdammtbarkeit drin bin, aber ich finde es okay jetzt gerade. Also so schlecht bin ich glaube ich gar nicht gerade hier in dieser Phase hier, wo ich springe und wo ich halt auch nicht aufpassen kann. Da passe ich immer gerne auf und wo ich aufpassen soll, passe ich nicht auf. Das ist manchmal meine Schwäche. Aber jetzt weiß ich gar nicht, wo ich weitermachen soll. Das ist das Problem, ne? Aufgepasst, hier geht's weiter. So, dann hören wir wieder, hallo. Was ist denn bei euch los hier? Willkommen! Ah, es ist schrecklich hier ein Spät zu sein. Aber hier findet ihr sicher einen Ausweg. Findet können auch diese Items dabei helfen. Vielleicht können auch diese Items dabei helfen. Schaut mal. Schaut mal, ich glaube, ich kaufe mal hier was Kleines. Ja, vielleicht ein Frischwurz. Ich glaube, ich kaufe mir so einen Keks hier, so einen Geisterkeks. Diese ganzen Geister, die so nervig sind. Ich glaube, es ist nicht so eine schlechte Idee. Ich muss so gucken, wo ich weiter jetzt machen soll und auch weitermachen möchte und weitermachen sollte. Weil ich verstehe gerade irgendwie gar nichts mehr hier, sorry. Also. Ich glaube, ich gucke mal jetzt hier, was hier noch ist. Aber hier muss ich wohl weitermachen. Ah, okay, sorry, wusste ich nicht. Egal, passiert. Dieser Ort. Was passiert jetzt? Egal. Warte bitte einen Moment. Okay. Ist das? Ja, also ich wusste halt. Ich wusste halt nur nicht so ganz genau, was ich damit machen sollte jetzt. Mit der ganzen Ausdauer. Ausruhpause. Mit der Ausruhpause. Da wusste ich nämlich nicht, was ich damit machen sollte. Und dann wusste ich auch nicht, wo man weitermachen sollte. Aber ich habe einfach jetzt. Dass man versucht, hier hinzugehen. Genau. Das ist einfach eine gute gewesen. Kann es sein, dass da was da hinten ist? Entschuldigung. Unentschuldigt. Bitte. Dass ich nicht warten auf euch musste. Aber ich habe einfach getan, was ich sollte. Ich habe etwas Interessantes entdeckt. Okay, sehr schön. Bevor ich es lang erkläre, solltet ihr euch besser selbst ansehen.
geht etwas weiter. Wir gehen weiter, komm. So, mit cooler Musik, sehr schön. Okay, was ist jetzt los? Oh mein Gott. Ja, das könnte klappen. Dieses Stück Nerv. Es muss mit Bowsers Nervenzentrum verbunden sein. Ja, genau so ist es. Sehr, sehr, sehr schöne Idee. Was hier einfach so abgeht, ist einfach nur crazy und einfach nur cool. Wenn wir dieses Nervenstück reizen, müsste etwas passieren. Ja, genau, dann müsste etwas passieren. Dann würde ich sagen, schlagen wir mal drauf. Hau ruck. Zack. Jetzt schlage ich nochmal drauf, okay? Sorry. Ach, das tut da weh. Woher kommen diese Schmerzen? Was ist denn los? Verreck, du Arschloch. Das hat ihn aufgeweckt. Hey, hörst du mich? Was? Ist da jemand? Ist da jemand in meinem Körper? Was zum Fick? Wer ist da? Und wo? Das hat keinen Sinn zu sehen. Zu suchen. Ich bin dein Körper. Was? In meinen Luxuskörper? Okay. Du bist in meinem Luxuskörper. Alles klar. Was? Wer bist du? Und was hast du in meinen Körper verloren? Weißt du nicht mehr? Du warst im Pilzpalast. Pilzpalast? Mario hat mich im Pilzpalast ganz knapp besiegt. Dann war ich in diesem komischen Wald. Und auch in diesem einen Wald. Danach weiß ich nichts mehr. Du kannst dich nicht mehr erinnern? Irgend so ein komischer Typ war mit mir im Wald und hat mir einen komischen Pilz angedreht. Den Pilz habe ich gegessen, der Pilz. Der war komisch und der war irgendwie doof. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe nichts mehr. Was ist denn mit mir passiert? Und du armer Süßlich hier in meinem Körper, such dir gefälligst einen eigenen. Wir sollten dir erstmal einmal nichts sagen, dass wir hier uns verschluckt. Dass wir uns jetzt hier selber verschluckt haben und auch, dass er uns selber verschluckt hat. Es ist besser, wenn wir später uns alles unter den Nagel reißen. Also das heißt, dass wir später nochmal besprechen alles. Also gut, ich bin weg. Also, das wird eine lange Geschichte. Lange? Ich hasse öde Geschichten. Oh mein Gott, ich hasse sie so sehr. Aber deine Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja? Ja, was kann ein anderes vor sein? Wie denn eigentlich? Stimmt, wo bin ich hier eigentlich überhaupt? Wo sind wir gerade hier? Wow. Ist das cool gemacht. Ja, sehr schön. Genau, man könnte eigentlich jetzt den Touchscreen ändern, soweit, also wie wir können und wie wir es auch möchten, können wir es ja gerne machen. In einer schaumigen Höhle. Was mache ich denn in einer schaumigen Höhle? Eine Höhle? Merkwürdig. Es weiß echt. Er weiß echt es. Und er weiß es einfach echt überhaupt nicht mehr, dass er uns verschluckt hat. Er weiß doch nicht mehr, dass er zum Beispiel auch Bowser heißt. Er weiß noch nicht mal, ob er auch Bowser heißt. Es kann auch sein, dass er sich gerade irgendwo befindet. Wo er weiß,
Zumindest, wo er sich vielleicht befindet. Egal. Was da passiert, weiß er auch nicht. Das ist auch ganz schön, wie er sich auch verhält. Kann man auch nicht wissen. Naja, hey, ich wäre es, wenn du erst einmal in den Ausgang aus dieser Höhle versuchst, ihn endlich mal halt auch zu durchqueren, diesen doofen Höhlen. Diesen doofen Höhlenausgang. Ich weiß auch nicht, wo der ist, aber okay. Pah, das brauchst du mir nicht zu sagen, du Genie. Schauen wir mal, was wir jetzt machen können. Aber jetzt sind wir nämlich oben. Also das heißt, dass wir jetzt oben wieder weitermachen. Genau. Machen wir es eigentlich hier weiter in diesen coolen Raum hier. Ja, und so Leute, aber jetzt geht's weiter. Mit oben, also ich habe euch gerade nämlich nochmal mitgenommen nach oben. Das heißt, dass ich euch die Kamera extra im Cut verstellt habe. Ja, gute Idee eigentlich. Und jetzt können wir halt ein bisschen schlagen hier und ich gucke mich noch ein bisschen um hier. Ja, ist gute Idee auf jeden Fall. Ja, und wer sind der böse, gute, böse Bowser, ich weiß. Ach, das ist cool gemacht, auch diese schöne waldlichere Note, so sexy und so schön. Und hier machen wir also weiter, alles klar. Warte, ganz kurz. Ja, wie übrigens auch wusstet, mache ich manchmal so viele Fehler. Wie es auch nur geht. Und ich mache manchmal auch ganz viele Fehler beim Labern. Aber das ist manchmal auch okay. Ich spreche manchmal, dass es nicht erkenntlich ist und dass man es auch nicht versteht. Das muss man auch so auch verstehen. Dass man es auch gescheckt hat, dass ich auch gesagt habe, dass ich es manchmal auch mit Absicht mache, dass ich euch nicht immer alles zu 100% erkenntlich zeigen möchte. Dass ich euch alles nicht erkenntlich zeigen möchte beim Sprechen. Das möchte ich euch einfach sagen. Genau. Ja, wie gesagt, hier ist Mario Luigi. Hört mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich danke schön auch immer an alle, die dabei gewesen sind. Wir hatten echt einen tollen Spaß. Bis zum nächsten Mal und Dankeschön fürs Zuschauen. Mario Luigi, hört zu. Beim nächsten Mal.